Und willkommen zurück zu Dark Souls 3 mit Nusundra und Mortiferus. Also Nusundra spricht leider sehr wenig, die kann eigentlich nur Hey sagen. Aber immerhin, das haben wir ihr schon mal beigebracht und ich laufe gerade in die komplett falsche Richtung. Oh yeah. Mir ist nur gerade eingefallen, wir wollten noch... Wo zur Hölle ging es hier raus? Da. Wir wollten noch mal... Wieso auch immer? Keine Ahnung. Ich wollte unbedingt nochmal hier links lang, weil ich da jetzt noch nie war. Weil wir da noch nicht waren. Ja, war zu erwarten, dass die jetzt ziemlich mickrig schnell sterben. Und ein wichtiges Item bestimmt. Eine Glut! Das heißt auch, wir wissen endlich, wie man einsame Wände. Ich bin so einsam. scheinbare Wände öffnet, nämlich indem man sich schlägt. Haben sie auch nicht anders verdient. Was sind sie denn noch so einsam? Dreckswände. Ist hier auch irgendwas? Yay. Das klang komisch. Für eine Wand. So, ich glaube, ich werde auch übrigens an dieser Folge meine Aufnahmepause machen. Das ist immer noch, eigentlich streng genommen der zweite Tag, an dem ich spiele. Am ersten habe ich allerdings auch nur Folge 1 und 2 aufgenommen. Und die Charaktererstellung. Weil es ja diesen kleinen Glitch gab, wenn ihr euch noch erinnert. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile wieder her. Mindestens eine Woche. Du bist ziemlich stark, Kollege. Das bin ich auch. Fuck you too. Aua. Der hat ein gutes Katana. Ich will das haben. Und so viel dazu, dass hier nur schwache Gegner rumgurken. Vor allem ist der nackt. Asche eines Bestatters. Schattenasche eines Bewohners der Unterunsiedlung, der sich durch das Begraben... Okay, tschüss. Tschüss, wichtige Info. Ist das eigentlich ein Bug, dass ich nicht mindestens untot aussehe? Ich meine, ich sollte doch eigentlich untot aussehen. Kann ich jetzt durch? Hallo? Hä? Versteht das einer? Besser gesagt, versteht das einer? Ich nehme mich irgendwie nicht. Ich frage mich halt, ob ich jetzt jedes Mal so schnell sterbe. Nett. Was nice to meet you, Sir. Ihr habt den Degen fallen gelassen. Ja, das Katana zumindest. Gewänder des Meisters, Handschuhe des Meisters. Was für ein Meister denn? Schwein gehabt. Gleich mal gucken. Gewänder des Meisters. Ziemlich kaputt. Ein furchtbar verschlissenes Hemd. Männer denken sich gerne Geschichten aus. Hatten wir davon nicht schon irgendein Teil? Wie die Handschuhe des Meisters oder so? Ja, tatsächlich. Wieso auch immer. Komm, wir ziehen jetzt mal die Meisterkleidung an, damit wir richtig geil auf die... Die Hose haben wir noch nicht, ne? Aber wir haben noch zwei Teile vom Meister gefunden. Den Helm? Nein. Hä? Arbeiter, Arbeiter, Lodrick, Söldner, Ketten, Hosen. Hä? Wir haben noch drei Sachen gefunden, oder bin ich jetzt total bescheuert? Das Uchigatana, mal kurz gucken. Skaliert D und E, das ist jetzt im Allgemeinen nicht sonderlich geil. Halt, ne, dann mit einem normalen... Ich muss sagen, mit dem Katana, das, also das Uchigatana gab es ja auch schon in Dark Souls 2, allerdings... Ich weiß nicht. Ach, cool. Hm.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das sonderlich gut ist. Ost-West-Schild. Aber hey, wir haben's. Die Kleidung sieht auch nicht überhaupt nicht behindert aus. So, Arbeitergewänder. Frag mich nicht, wieso ich gerne damit rumlaufe. So. Und ich sollte mir noch Pfeile kaufen. Der hat aber einen ganz schönen Schaden mit dem Ding gemacht, dafür, dass es ziemlicher Crap ist. Wo ist es eigentlich nochmal? Da. 115, ja, vom Basisschaden schon mal nicht schlecht, aber... Okay, es wäre natürlich auch noch fraglich, ob nicht vielleicht... Ganz kurz. Ich will wissen, ob das Ding dann mit der nächsten Aufwärtsstufe direkt 10 Geschicklichkeit käme. Das könnte ja sein. Ja, dann skaliert es nämlich 10 mit Geschicklichkeit. Das ist dann schon mal nicht schlecht. Ah, ich glaube, ich bleibe da lieber erstmal bei meinem Degen, weil den Degen finde ich geiler, ehrlich gesagt. Wir können natürlich später, theoretisch, auch das Ding hier einfach aufwerten und mit dem Degen und dem spielen, weil mit Eskimitar, haben wir noch nicht so weit aufgewertet. Das sollte also in Ordnung sein. Pfeile wollte ich noch. Oh, und ich wollte noch was verkaufen. Also machen wir erst das Verkaufen, weil dann kriege ich mehr Pfeile. Logischerweise. Die könnte ich eigentlich auch verkaufen, würde ich eh nicht benutzen. Ich werde höchstens... Wenn wir durch sind oder mittendrin auch schon ein bisschen mal anderen Spielern helfen, da habe ich irgendwie mehr Spaß dran, als andere Spieler umzubringen. Keine Ahnung wieso. Ost-West-Schild. Mit alten Symbolen als Zweikampf wie Adler, seine Größe in einer kleinen Schildes. Parieren. Waffenfertigkeit, aber hier war noch einer. Der hier. Schildschlag, Stößen, Abwehrhaltung, scheint mir irgendwie zurückzustoßen. Interessant, aber den will ich nicht mal haben. Habe ich keinen Bock drauf. Da haben wir nichts Doppeltes. Das können weg. Und davon können zwei weg. Hier von irgendwas noch? Ja, eine Hose. Und das war's, wie es aussieht. Und kaufen. Pfeile. 193, überhaupt nicht viele. Hat sie jetzt einfach keine mehr? Ich meine, wir haben noch 1000 Seelen. Okay, dann müssen wir im Lager aber eigentlich ganz schön viele haben. Die kann ich auch nochmal ganz kurz kaufen, um zu demonstrieren, wie toll die doch sind. Kann man nämlich einmal richtig schön... Ne, hier so... Funkel, Funkel, Glitzer, Glitzer machen. Die waren in Teil 2 irgendwie beeindruckender. Irgendwas wollte ich noch? Irgendwas wollte ich noch. Ach ja, ich würde mal ganz gucken. Ganz kurz noch gucken. Habe ich nicht, dachte ich mir schon. Oh. Haben wir die noch? Das ist merkwürdig. Ich hätte schwören können, wir haben keine. Ach, man kann im Lager auch nur 99 haben. Okay. Was wollte ich denn gerade machen? Ach ja. Haben wir wirklich noch? Wir haben echt noch eine Estus-Flakonscherbe. Dann sollten wir die auch abgeben. Denn mehr Estus ist mehr Estus ist mehr Estus. Wie wir gesehen haben, hatte ich damit tatsächlich schon wieder Probleme. Estus-Flakon verstärken. Ja. Zuweisen passt immer noch. Ich benutze es einfach zu selten, seien wir ehrlich. Und auch den stärkeren Zuschlag benutze ich irgendwie überhaupt nicht, weil ich meistens sowieso mit der Waffe angreife. Nee, Moment, das sollte da gar nicht hin. Sondern das da. Weil, parieren geht damit auch. Und damit können wir dann jetzt auch ordentlich zustechen. Nee, das wollte ich gar nicht. Dich. Nett. Und das haben wir auch noch nicht ausprobiert. Überraschungshit.
Dann würde ich sagen, Abbruchreife Brücke. Uiuiuiui. Eigentlich können wir ja jetzt nur noch zu dem Eisritter oder irre ich mich. Ich glaube, das war's ansonsten. Ansonsten waren wir überall. Jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal direkt von der Ratte umgebracht. Ups. Als hätte ich es kommen sehen. Vor allem, wenn man schon da links sieht, dass das dass die Rüstung besser wird, weil man zu wenig Leben hat, ist das schon mal richtig geil. Boah. Eigentlich würde ich die Folge jetzt aufhören, weil mein Mund extrem trocken wird langsam. Aber hey, warum sollte ich das tun? Warum laufe ich eigentlich da oben lang? Nicht oben lang. Das wäre es irgendwie safer. Au. 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 Ich muss mich jetzt auch erst daran gewöhnen, dass der Degen jetzt in der anderen Hand ist. Dann können wir gleich mal eine von den Tanten mit einem richtig schönen Angriff packen. Mal gucken, wie viel Schaden der denn so macht. Geh mal weg, Hundi. Jo. Hui. Oh oh. Böse. Oh oh. Das könnte jetzt echt unschön werden. Ach, wisst ihr was? Scheiß doch drauf. Ich weiß auch gar nicht, wo diese weiße Birke ist, wo er meinte, dass der Typ dann auf einen schießt. Der da. Weil da oben steht ja der komische Bogenschütze und der schießt ja angeblich auf irgendeine weiße Birke. Ich habe noch keinen weißen Baum überhaupt im Spiel gesehen. Und ich bin gerade kurz davor, übrigens den Degen wieder in die andere Hand zu nehmen, weil wir jetzt gleich gegen den Typen da kämpfen sollen. Der Ritter ist weg. Wait, what? Oh oh. Was ist denn jetzt los? Why? Und wo ist der Ritter? Ist der jetzt tot oder so? Hallo. I help anytime. Na, Kumpel? Wie geht's denn so? Hättest du was dagegen aufzuhören auf... What the fuck, worauf schießt du überhaupt? I help anytime. Ja, dann... I help anytime. Kann ich den Bogen durchschneiden? Keine Ahnung. Wo ist denn Mr. Katharina? Und vor allem, ich komme jetzt hier hoch, aber... Kann ich den Typen jetzt nicht sagen, dass er aufhören soll, auf mich zu schießen oder auf den Baum oder so? Ich will ja jetzt nichts sagen, aber... Was zur Hölle ist das da unten? Sieht aus wie dieser Dämon aus Dark Souls 1, aber... Hä? Bin ich gerade geistig nur verwirrt, oder... Waren wir da oben nicht schon? Mal überlegen. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir kommen von da, ne? Aber auf was schießt du bitte? Er hat doch von einer weißen Birke geredet. Ich sehe keinen weißen Baum nirgends. Ah, Moment, da. Komm, ich schieß dir vor und du schießt nach. Ah, stimmt, da waren wir noch nicht. Stimmt. Hab mich gehört. Danke, Kollege. Jetzt weiß ich, wo ich lang muss. Ja, das hast du bereits. Dankeschön. Jetzt weiß ich, wo ich noch lang könnte, außer zu dem Ritter. Aber ich würde trotzdem schon noch gerne zu dem Ritter. Und wieso zur Hölle sind wir jetzt runtergefahren?
Das finde ich schon ein bisschen verwirrend. Nee, nichts für mich? Okay. Dann geht's so wieder abwärts. Hätte ich da eben rausspringen sollen. Ah, okay. Ich hab's gesehen. Geht es jetzt wieder hoch oder runter? Ich komme gar nicht mehr runter, hm? Und jetzt. Darum hat er gerade hm gesagt, weil hier nämlich... Ne? Zwischenplattform. So. Kumpel. Soll ich dich hier runterkicken? Ah. Oh. Don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. Ah ja. Dann kannst du mir jetzt sagen, wie ich zum Ritter komme? Seht ihr das da vorne auch? On some days I begin to doubt myself. Ja, schön. I went up the tower, so I thought. Then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? Nö. I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. My skin crawl, rollst die Fußnägel hoch. Think twice before you go down that road. Wenn er das schon sagt. I could try talking some sense into him. No, I think not. He's far too overheated. Badamdisch. I've got to use my head and think. Naja, hat beim ersten Mal schon gut geklappt. Also, eigentlich hast du, glaube ich, gar nicht nachgedacht, sondern bist einfach nur runtergesprungen vom Fahrstuhl, was ziemlich dämlich war. I could try... Was hat er eigentlich dauernd mit seinem Nachdenken? Bisher ist nicht viel gebracht. Vor allem, ich muss doch jetzt runter. Ich meine, das hier überlebe ich nämlich nicht, nee. Und er hat mir immer noch nicht gesagt, wie der Fahrstuhl funktioniert. Dieser Arsch. Ja, ne denn. Mantau. Ich verstecke mich einfach hier. Hm, 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 hm. Ich habe so ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Should have waited. Well, it's too late now. Ach cool, es hilft er mir. Ich sehe nichts, fetter Mann. Fight by your side. Du kriegst schon ordentlich Schaden. Holy. Nice. Feurer Edelstein, danke. Hey, aber so hat sich doch auch gelohnt. Das finde ich voll nett, dass er geholfen hat. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. Sieg, Roy. To your valor. Auf eure Kühne, my sword. And our victory together. Okay. Long may the sun shine. Der ist voll cool. Anstoßen. Ja. Prost. Das will ich noch mal sehen. Ach Mann, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, was ich alles haben möchte hier an den ganzen Gesten. Ach, das kann man auch dauerhaft machen. Ujo!
Kann ich das Siegbräu auch trinken? Wo haben wir es denn? Da. Regeneriert TP und stärkt Kälteresistenz. Überlasse Siegwart ein Getränk zu entdecken, das selbst die Untoten genießen können. Nach so vielen Jahren als Toter ist Siegwart wahrscheinlich vielleicht das Verlangen nach einem Gläschen oder zweien erwachen, danach zu feiern, als weiterhin noch unter den Lebenden. Oh, ich mag den. Kannst du noch was sagen? Well, I'm going to have myself a little nap. Ich brutzle ihm einfach die Glatze. The only thing to do, really, after a nice toast. Okay, der pennt. Oh, wie cool. Ich muss eigentlich sagen, der ist bei mir in Dark Souls 1 damals beim ersten Mal durchspielen gestorben. Allerdings wirklich recht spät, also bei der letzten Möglichkeit erst. Und da ist er, glaube ich, von 4 komischen Sauknapp-Rüssel-Dingern, ja, geile Beschreibung, ich weiß, umzingelt worden, war in unserem Giftteich und da wusste ich einfach nicht, dass man, dass er überhaupt sterben konnte. Naja. Gestorben. Ansonsten muss man sich da... Ich glaube, man muss sich sowieso extrem beeilen, damit das nicht passiert. Eigentlich kann ich nicht glauben, dass hier jetzt noch Gegner sind. Weil... Natürlich gehe ich da jetzt einfach rein. Pff. Also ernsthaft, du kannst mich mal spielen. Pff. Ich teste die jetzt alle durch. Jetzt soll ich an einer Stelle anfangen, sonst weiß ich nicht mehr, welche ich hatte. Die sehen eigentlich alle auch schon ziemlich vertrocknet aus. Den hatte ich schon, den da noch nicht. Ich hatte jetzt fast erwartet, dass der es ist. Wie jetzt? Keine Falle? Wenn jetzt trotzdem einer runterkommt, fühle ich mich verarscht. Verdammt, jetzt habe ich nicht lange genug da gestanden, um zu lesen. Irgendwas rotes Käfer, irgendwas. Der hätte natürlich noch runterkommen können, ich hätte es nicht bemerkt. Trotz des ganzen Anschießens. Ich dachte es mir schon, die sahen ein bisschen anders aus. So. Wenn du schon wusstest, wieso hast du nicht drauf geschossen? Ja. Das wäre ja langweilig gewesen. Da stehen Schaukelstühle. Ziemlich viele sogar. Noch mehr dahin pieksen konnte ich echt nicht. Hallo. So. War zu erwarten. Ihr lasst auch nie was fallen. Holzmännchen dürfen keine schöne Aussicht haben. Das verbiete ich. Mhm. Boah, vom Level-Design her finde ich das Spiel wirklich richtig gut. Oberhalb voraus. Hallo. Ist ja nett, dass einem das so extrem gesagt wird. Aber ob das der einzige ist? Das scheint allerdings tatsächlich alle gewesen zu sein. Ja, ja, das habe ich schon mitbekommen. Und dass es noch zusätzlich eine Mimik gewesen wäre, wäre es ja auch lustig gewesen. Okay. Menschliches Harz. Heißt es, man kann da jetzt Leute in Bäume mit verwandeln oder wie? Was ist das eigentlich? Steif vorübergehend die Feuerschadensminderung. Aber das ist ja nicht das, was wir gerade aufgehoben haben, sondern verkohltes Kiefernharz. Oh, das ist länger, okay. Menschliches Harz fügt der Waffe eine Dunkelheit hinzu. Ich war faulig mit menschlichem Schweiß. Bäh. Normalerweise genutzt zum Konservieren. Die hängen keine mehr an der Decke, oder? Ich finde es ja irgendwie ein bisschen dreist, dass ich eigentlich den einen davon auch schon angegriffen hatte. Und dass das Spiel nicht interessiert hat.
Ich gehe wieder. Spaß. Wobei es vielleicht echt die bessere Idee wäre. Jetzt weiß ich, was der bringt. Der hilft mir jetzt aber nicht weiter. Das könnte echt eklig werden. Au. Mal kurz weg, ne? Der ganze Scheiß hier unten. Nein! Böse, 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 böse. Alter, wie viel Schaden macht. Das kann man ja gar nicht überleben. Glaube ich. Egal. Ich muss sowieso den Part beenden und auch meine Aufnahmepause machen. Ich bin echt schon sehr lange jetzt dabei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wie heißt, Let's Play Dark Souls 3. Und bis dahin heben wir noch gemütlich ein. War mein Charakter, hat sich jetzt auch mal eine Pause verdient. Da war kein Leuchtfeuer zwischendurch, ne? Heftig. Ja, hier, Prost. Hey, ich habe das Falsche gemacht. Ha! Das hier ist anstoßen. Also, bis zum nächsten Mal. Mein Tau, ne? Tschüssen.